Also mal, ich werde braun. Was ist das? Kannst du nicht die Tür zu machen, wenn du so einen Lärm machst, Mann? Nein. Jetzt übertreibt sie wirklich ein bisschen, Mann. Ja, was macht sie denn da überhaupt? Ja, sie hat doch jetzt hier einen neuen Freund und für nicht wie die ganzen alten Sachen, die sie noch von ihrem Ex hatte, ey. That's strange. Das war eigentlich voll chillig, dass er jetzt wieder neues zum Start hat. Ja, Mann. Wenn du den Bullen als Freund haben willst, gerne, Mann. Ist dein Herz jetzt? Ja, Mann, aber ich bin ja sowieso nicht mehr lange. Meinst du das jetzt? Soll ich dir zeigen? Komm mal, verpflicht uns mit einer. Warte mal. Digga, siehst du das, Alter? Das ist Amerika. Ja, und? Weißt du eigentlich, was man da drüben für Möglichkeiten hat? Digga, du kannst ja nicht mehr einen Flug darüber finanzieren. Gib mir 2 Minuten, ich bin gleich wieder da. Was machst du denn da, Mann? Ich bin endgültig fertig mit dem Idioten. Das kann alles jetzt weg von ihm. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Fuck! Du wolltest noch was von dem Kram haben. Das ist mein ganzes Geld, verdammt nochmal! Warum verbrennst du das denn? Scheiße! Pass gefälligst auf deine Sachen selber auf. Dann bist du alt genug. Scheiße, das ist alles im Arsch. Wir müssen ganz schnell loskommen. Den Rest erzähl ich dir unterwegs. Was ist dir denn passiert? Ey, warte auf mich, Mann. Jetzt bei meiner Garage. Das wirst du gleich schon sehen, mein Freund. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nicht meine Babys. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen sie holen, Mann. Ist dir klar, wie viel Arbeit ich hier reingesteckt habe? Mann, ohne die Kohle kommen wir nicht nach Amerika. Willst du denn damit dann genügend Geld kommen? Ich kenne auch so einen Typen. Der könnte dieses Zeug hier zu Geld machen. Warte mal, ich werde anrufen. Ja. Was? Ich verstehe kein Wort. Hör mal auf zu heulen, bitte. Was ist denn? Wer ist da? Larissa. Ja, ich weiß, dass du auf der Party bist. War doch alles gut vorhin. Wie hat dich geschlagen? Was ist jetzt los? Wer hat sie geschlagen? Ja, ihr Freund, was soll ich denn jetzt machen? Wir können sie nicht abholen. Ja, natürlich müssen wir sie abholen. Mann, ich habe mir das Geld doch nur geliehen. Ich muss das zurückzahlen. Morgen um 12 Uhr, sonst bin ich ein toter Mann. Ich kann dich nicht abholen, wirklich nicht. Natürlich, wir müssen sie abholen. Und das andere, das erzählst du mir jetzt hier im Auto. Los jetzt. Was geht? Schnell jetzt, los. Okay, bis gleich. Ciao. Auto. Ich habe keine Ahnung, wo du hinfährst. Du bist weder offen zu mir, ich weiß nicht, was du mit meinem Gras machen willst. Und du fahrst mir irgendwas von Amerika. Jetzt höre ich, dass du dir Geld geliehen hast. Sag mal, hast du sie noch alle? Jetzt rede endlich. Ich weiß, der Plan ist nicht so verlaufen, wie er sein sollte. Aber das Prinzip lag einfach darin, dass ich mir dieses Geld geliehen habe. Der Typ, der es mir geliehen hat, meinte, innerhalb von 24 Stunden soll ich es ihm zurückzahlen. Ich wollte einfach mit dir dann schon weg sein. Das Geld haben und dann in Amerika sein und da das Leben weiterleben, okay? Scheiß auf Deutschland, wer braucht das? Und es ist jetzt schief gelaufen. Wir machen es jetzt mit dem Gras, machen das zu Geld und dann funktioniert der Plan wie zuvor. Es ist kein Problem, wir kriegen das so hin. Was für ein Scheiß du mich da bitte mit reingezogen hast. Wir müssen sie jetzt abholen, ist egal, komm. Das hat Konsequenzen. Wir sind im Arsch, wenn es nicht funktioniert. Jetzt fahr da links rein, Alter. Wir sind schon viel zu spät, Alter. Jetzt hol sie da raus. Ich bin ja schon dabei. Ja, hi. Wir sind jetzt da. Komm bitte schnell raus. Ciao. Lass mich in Ruhe! Fick dich da! Du kommst doch zurück! Fick.
Wir machen mal 10. Pitschke! Okay, ja? Wir sind jetzt unterwegs. Du quatsch jetzt bitte nicht mehr, du bist betrunken. Dein Freund ist ein Arsch, ich habe keine Ahnung, es interessiert mich jetzt nicht. Wir müssen unser eigenes Ding machen. Keine Ahnung, auf jeden Fall war es so, weißt du, Alan, wir waren da, dann bin ich kurz runtergegangen. Es das ist war nicht halt zugehört, du sollst Schnauze halten, Mann. Psst. Und dann wollte ich runtergehen und mir was zu trinken holen. Und auf einmal stand dieser Typ da an der Tür, weißt du, der hat irgendwie Scheiße gelabert und keine Ahnung, dann kam Alan und ist voll ausgerastet und dann hat er mich irgendwie geschlagen und oh, ich weiß nicht mal, was soll ich machen soll. Und setz dich jetzt nach da hinten, rausgegangen und dann, Mann, das war einfach so scheiße und dann, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ich meine, ich habe Schluss gemacht, ich bin nicht mehr mit Alan zusammen, nach so einer langen Zeit und, oh Mann, was ist das denn? Ist das echt? Scheiße, da ist nichts mehr drin, Mann. Scheiße, Mann, was machst du denn? Das ganze Gras ist jetzt weg. Nur wegen dir. Hol das Gras jetzt. Geh raus, los. Meine Güte. Besser konnte ich nicht machen. Okay, der Plan ist jetzt sowieso am Arsch, aber... Ja, wir haben keine Zeit. Fahr jetzt. Ich will mich jetzt auch nicht mehr aufregen, das war den ganzen Tag jetzt schon verloren. Fahr. Verdammt. Oh nein. Warum? Nein, bist du widerlich, Alter. Du kannst doch da jetzt nicht reinkotzen. Das ist jetzt so Ende, damit hätte ich auch nicht gerechnet. Ich brauche jetzt Ruhe zum Nachdenken. Also mein Ex-Freund hat noch ganz viel Gras. Ja, das bringt uns auch nichts. Doch, der hat es versteckt. Wo? Ja, das ist ganz in der Nähe hier, am Waldrand. Er hat es versteckt, ich weiß, wo das ist. Ja, los, hinter. Los, fahr. Zeig uns das doch, Mann. Komm, los. Ist das dunkel? Wenn wir das nicht trinken, dann ist es die letzte Woche. Ist es so kalt. Von dir, Vollidiot, habe ich mich auch noch überreden lassen. Kann ich damit rechnen, dass wir so ein Pech haben? So viel Scheiße an einem Tag, Mann? Hoffentlich ist dieses Zeug irgendwo. Wo ist denn die überhaupt? Larissa, jetzt komm her. Konzentrier dich mal ein bisschen. Lauf jetzt mal. Da. Wo da? Da. Hier. Ja? Tatsächlich. Hier ist was. Scheiße. Was ist das Zeug? Krass. Und es ist sehr viel. Glück im Unglück, Alter. Ich schwöre. Jetzt schnell weg hier. Hier ist kalt, ich hab richtig. Endlich hast du mal was Richtiges gemacht. Meine Güte. Los, lauf gerade und vor. Was isst du denn? Bist du bescheuert? Was isst du denn da jetzt? Hallo? Mess mal den Puls. Was ist jetzt mit dir? Sie hat keinen Puls. Digga, das ist der Daumen, der hat seinen eigenen Puls. Du musst die Zeigefinger nehmen. Scheiße. Was ist ja, denn doch, jetzt? Sie lebt noch. Schnell zum Auto mit ihr. Du musst sie tragen. Gib mir die Taschenlampe. Scheiße. Oh, los. Meine Güte. Mach's nur Mist. Mann. Ich hab ins Auto mit dir. Ich kann doch so nicht ins Krankenhaus, Mann. Scheiße. Die kann doch nicht auf die Rückbank. Los, Mann. Der Deal. Wir können die nicht in den Kofferraum packen, Mann. Das ist viel zu makaber. Wir haben keine andere Wahl. Geht nicht anders. Los, jetzt rein mit ihr. Scheiße. Was ist das? Kann sie atmen? Mach zu, das. Tür zu und los. Los, andere Richtung.
Hast du das Zeug? Ja. Bist du sicher, dass der kommt? Ja, der muss kommen. Okay, ich mach enges Gras, Mann! Komm, wir fangen sie ab. Okay. Mein Knie, das wird immer dicker, ey. Oh. Es ist egal, aber wir haben es geschafft, endlich, Mann. Warum bin eigentlich immer ich der, der auf die Fresse bekommt? Immer! Wieso immer? Oh. Das ist egal, wir sind auf dem Weg zum Flughafen, endlich, Mann. Das Hallo. Geld ist alles da, ja? Ja, reicht völlig. Mann, so. Ich muss jetzt nur noch kurz pinkeln gehen und dann können wir ab zum Flughafen weiterfahren. Bald haben wir es geschafft, Mann. Endlich auf dem Weg zum Flughafen. Ja, beeil dich. Es ist kalt. Den hier. Sind deutsche Frauen auch nicht so schlecht. Deutsche Frauen, egal. Dann lass jetzt mal los, oder? Let's go.
jetzt, Mann? Scheiße, was machen wir hier? Larissa! Schönen guten Abend, was gibt's denn? Schönen guten Abend, Polizeikontrolle. Okay. Können Sie mir bitte Ihre Papiere geben von dem Fahrzeugschein? Ja, natürlich. Und Ihre Führerschein auch, bitte. Ja. Würde ich gerne auch Ihre Verbandskasten angucken. Verbandskasten, ja. Ja, wenn Sie dabei haben. Ja, glaube ich, haben wir vorbei. Der ist aber im Kofferraum, muss das jetzt sein? Ja, bitte. Würden Sie bitte aussteigen? Wir haben es jetzt eilig, das ist doch jetzt kein Problem. Das oder? Dauert nur eine Minute. Ich muss nur eine Minute. Jetzt kommen Sie, jetzt machen Sie doch jetzt nicht so einen Stress. Wir wollen doch alle noch einen schönen Abend haben. Wir fahren jetzt einfach weiter und Sie trinken noch einen Kaffee. Das ist ja jetzt super nötig, ey. So ein Scheiß aber auch. Wofür brauchen Sie das? Das ist mein Reisepass, damit reist man. Wo fliegen Sie hin? Ja, ist doch egal. Es kann Sie doch. Kann Ihnen doch egal sein. Wo sind eure Koffer eigentlich? Brauchen wir nicht. Warum brauchen wir den Koffer? Ist doch total unnötig. Machen Sie bitte den Koffer raus. Carlos, wir müssen los. Schlägerei am Steintor. Auf geht's. Okay, lass uns gehen. Was ist passiert? Was ist geschehen nach der besagten Flasche Bier? Berlin.